mir mal ein bisschen die Laune verderben. So, das heißt, du treibst jetzt Sport? Nee, ich geh zu Pröter. Dann bring mir doch die neue Jacqueline mit. Mach ich. Wo hast du denn den alten Trainingsanzug her? Den habe ich doch tatsächlich ganz hinten im Schrank gefunden. Da gehört er auch hin. Den trage ich jetzt seit 16 Jahren. Da kannst du mal sehen, wie sehr ich dich liebe. Sag mal, passt dir was nicht? Nein, du siehst wahnsinnig erotisch aus. Es ist Samstagvormittag, was verlangst du? Dass du dieses alte Ding endlich mal wegwirfst. Da hängen eine Menge schöner Erinnerungen dran. Dann lass ihn dir einrahmen und häng ihn an die Wand. Ich gehe zu Pröter. Nimm den Weg durch den Wald, dann sieht dich niemand. Morgen. Dieter, jetzt mal ehrlich. Wie sehe ich aus? Du bist dicker geworden. Okay, du hast gewonnen. Danke, Dieter. Der Tag ist gerettet. Und? Ich suche so eine Zeitschrift für meine Frau. Irgendwas mit dem Vornamen. Alina, Karina, Lisa, Laura, Tina, Marie-Claire, Petra, Jacqueline. Jacqueline, sag ich doch. Psychotest von Dr. Wenzel Miesbach. Steht auch was drin über Männer ohne Sexappeal. Herr Pröter! Herr Pröter! Pröter, Entschuldigung, mein Fehler. Ich glaube, ich habe die passende Location gefunden. Der Wohnwagen auf Platz 16 ist famos. Genau das, was ich suche. So wunderbar, wunderbar gewöhnlich. Dieser Platz gehört diesem Herrn da. Da werden Sie Ihren Spaß haben. Ist das ein Zufall? Gestatten! Stänze, Fotograf. Wipper, Kfz-Meister. Herr Wipper, ich bräuchte Ihren Wohnwagen als Location für ein Shooting. Herr Stenzel will den neuen Lucifer schießen für die Werbung. Ja. Lucifer 3000. Beste Grill auf dem Markt. Ich sehe, Sie kennen sich aus, Herr Wipper. Also wie wär's? Ihr Wohnwagen zusammen mit dem Lucifer? Ach nee, das Wochenende gehört der Familie. Ich zahle 200. Bar. Pröter, dass die Leute immer glauben, sie könnten mit Geld alles kaufen. Nee, da bin ich knallhart. Familie, Entspannung, Freunde, Natur. Das kann man nicht kaufen. Verstehe. Herr Pröter. 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 Wem gehört der Wagen neben Herrn Wipper? Dieter Denkelmann. Er ist ein ganz sturer Hund. Der macht nichts als Ärger. Was haben Sie gesagt? 400? 300. 350. Top. Granadarot passt zu mir. Das findest du doch auch, oder Heidi? Rot, das steht für Unabhängigkeit, Energie, naja, und halt noch sowas. Das habe ich letzte Woche in der Jacqueline gelesen. Ihr Haar und was es über sie verrät. Von Dr. Wenzel Miesbach? Genau, der schreibt, dass ich nämlich gar nicht blond bin, tief in mir drin. Verstehe ich, Roswitha. Tief in dir drin bist du Granada-rot. Genau, ich fühle mich einfach rot. Granada-rot. Und Nicole zum Beispiel, die ist auch rot, tief in ihr drin. Ich fühle mich nicht rot, ich fühle mich tot. Spitze. Spitze. Hast du eins aufs Auge gekriegt, Schatz? Nee, ich habe gerade ein kleines Geschäft gemacht. Unser Wohnwagen wird fotografiert. Ach, von wem denn? Vom Roten Kreuz? Haben Sie ein Herz für Leute, die in sowas leben müssen? Für die Werbung. So ein Shooting. Für was? Ein Shooting für die Werbung und die kommt zu uns? Ach, ist das alles aufregend? Endlich mal was los. Der Typ wollte ja erst nichts rausrücken. Aber da bin ich knallhart geblieben. Ich habe gesagt, unter 350 läuft hier gar nichts. Und wann kommt der? Jeden Moment. Der ganze Kram hier muss weg. Langsam, langsam. Wie wär's, wenn du mich mal fragen würdest? Du siehst doch, dass wir gerade beschäftigt sind. Das könnt ihr doch auch später machen. Oder sind Roswitha bis dahin die Haare ausgefallen? Lass das mal mit dem Färben. In Blond sehe ich auf Fotos immer am besten aus. Der will den Lucifer 3000 fotografieren. Na also, auf Motorrädern sitzen immer blonde Frauen. Das muss ich sofort Dieter erzählen. Didi, wir haben ein Shooting. Nicole, pack mal mit an. Und an meine Jacqueline hast du natürlich auch nicht gedacht. An wen? Meine Zeitschrift. Ach Heidi, für Männer ohne Sexappeal interessierst du dich doch sowieso nicht. Bitte was? Es geht hier um 350 Mark. Dann kommen die aber in die Reisekasse für Italien. Schließlich ist das auch mein Wohnwagen. Du und dein Italien, warum denn nicht wieder an die Nordsee? Ist das Rost? Weil ich nach 7 Jahren Nordseeurlaub alle Fische schon beim Vornamen kenne. Ich will mal was anderes sehen. Scheiße, ich glaube, das ist Rost. Hajo, hast du mir überhaupt zugehört? Stell dir vor, unser Wohnwagen und der Lucifer 3000. Was hast du gesagt? Vergiss es. Heidi? Ja? Hol mir doch mal den Lack.
Was ist denn das? Was? Das ist ein neoklassisches Blumenarrangement mit altgriechischem Säulenpodest. Für das Shooting, das gibt einen Platz hier. Stil. Der Kübel da. Ja. Heidi, wo bleibt der Lack? So. Der Fleck ist weg. Da. Die Frau denkt mit. Was ist denn mit Heidi los? Ich versuche die ganze Zeit klarzumachen, dass wir ein gutes Geschäft gemacht haben. Aber du weißt ja, wie Frauen sind. Sie hört mir überhaupt nicht zu. Nee? Ja? Alles okay? Wir brauchen noch Saft. Jo. Der Lucifer 3000. Oh. Drei Grillzonen. Stufenlos getrennt regelbar. Warmhaltezone mit Thermostat. Stahlgehäuse, komplett emailliert. Verchromter Grillrost, vorjustierter Brenner, dreifache Hitzereflektorenverstärkung. Mann, Dieter. Das ist der Rolls-Royce unter den Grills, Hajo. Und fast in der gleichen Preisklasse. Papa guckt den Grill an, als ob er mit ihm schlafen wollte. Wenn er so weitermacht, wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben. Vorhin wollte ich mit ihm über unseren Urlaub reden und... Hi. Hi. Nick? Herr Wupper, können ich Sie ein Sekündchen losreißen? Können Sie dem Kleinen zeigen, wo Ihr Stromanschluss ist? Ja. Na, komm mal mit, Kleiner. Nick, are you ready? Was ist denn hier los? Heute gibt's hier was zu gucken, was? Sind die vom Fernsehen? Nee, das ist eine große Anzeigenkampagne mit meinem Wohnwagen. Willst du den verkaufen? Für den kriegst du doch nichts mehr. Willst du hier frech werden? Komm, hau mal ab, wir müssen hier arbeiten. Los, komm. Mensch, komm, bist du dumm anmachen oder was? An, Mann. Hör mal, so weit kommst du noch, ey. Schön. Ach, Herr Stenzel, soll ich die Säule wieder umdrehen? Von der anderen Seite sieht die viel besser aus. Mm-mm. Kein Problem, mache ich gern. Nein. Okay, der Grill wäre im Kasten. Jetzt will der Kunde noch ein paar Action-Shots mit dem Model. Vielleicht hat er ja Claudia Schiffer mitgebracht. Stell dir mal vor, Claudia Schiffer auf dem Lucifer 3000, das wäre heiß. Kommt noch ein Model? Was? Nee, nee, der Kunde will kein typisches Model. Mehr so eine echte Camperin. Verstehen Sie? Natürlich attraktiv, authentisch. Die Art Frau, die ich hier auf dem Platz finden würde. Also, ich bin hier jedes Wochenende. Wow, das ist es. Ja, sehr schön, aber leider suche ich irgendwie was anderes. Leider, leider. Also, wenn es die Frisur ist, die kann ich ganz schnell ändern. Nee, die Frisur ist es nicht. Ich suche einen anderen Typ. Also, für mich ist sie perfekt. Danke, Heidi. Für mich auch. Moment mal. Was ist denn mit Ihnen? Sie sehen aus wie die echte Camperin. Natürlich und frisch. Meine Frau weiß doch gar nicht, wie man so einen Grill bedient. Roswitha kann sowas doch viel besser. Abwarten, das kommt auf einen Versuch an. Ich sage Ihnen, Sie sind es, ja. Und das Honorar ist ausgezeichnet, das sage ich Ihnen. Roswitha, was meinst du? Soll ich? Wie wär's, wenn du mich mal fragst? Würdest du bitte mal für einen kleinen Moment die Klappe halten, Schatz? Danke. Okay, ich mach's. Ja, das Licht ist wunderbar. Wie wär's, wenn wir uns duzen? Das ist zum Arbeiten einfach besser, oder? Ich bin der Hajo. Heidi. Wundervoller Name. Stefan. Für Freunde Steve. Also, Heidi, wie wär's? Packen wir es an? Von mir aus, Steve. Dann bleib so. Bleib genau so. Du siehst wunderbar aus. Ja, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Genau. Wunderbar. Nicht bewegen. Und jetzt, lächeln. Jawohl, jawohl. Zeig mir die Beißerchen. Zeig mir das. Das ist ein Lächeln. Ja. Jawohl. So verdeckt ihr das halbe Vorteil. Da sieht man ja gar nichts. Doch, Herr Wipper, Ihre Frau. Die Werbekunden heutzutage wollen nämlich alle einen natürlichen, frischen Look. Ach ja, wusste ich gar nicht. Mensch, die Heidi, das hätte ich ja gar nicht zugetraut.
Ja, bleib so. Genauso wie gerade. Cool, jawohl. Das Kinn ein bisschen höher. Ja, gerade war das Kinn ein bisschen höher. Herr Wipper, was gerade war oder was nicht war, ist absolut nicht meine Sache, okay? Ist das okay? Schon gut. Ja, Heidi, Schatz, und jetzt genau den Blick ein bisschen nach oben links. Hier, Heidi. Schon gut, verstehe. Wo oben links ist, ist Ihre Sache. Ja, und jetzt, Kleines, gehst du bitte an den Grill und bedienst ihn. Das will ich sehen. Tu so, als ob du deiner Familie ein wunderbares Abendessen zubereiten würdest. So ohne alles? Danke, Rosi. Legen Sie das Würstchen einfach auf den Grill. Das ist nett, Roswitha. Danke dir. Und wenn Sie jetzt das Set wieder freimachen könnten? Freimachen? Freimachen, das Set, er meint das Bild, Roswitha. Ah, ja, schon kapiert. Die Frisur hast du toll hingekriegt. Viel Spaß mit meiner Wurst. Und jetzt tust du einfach so, als ob du den Grill einschalten würdest, okay? Mhm. Stopp! Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, so geht das doch nicht. Du musst erst vorglühen, hier an diesem Knopf hier. Ja, und dann zünden. Man kann der Dicke nicht einmal aus dem Bild gehen. Aber der Vorglüher war doch noch gar nicht an. Der Vorglüher ist mir scheißegal. Sie haben hier nichts zu suchen! Was? Hajo, das hat der Steve jetzt nicht so gemeint. Ich hab hier nichts zu suchen? Falsch! Sie haben hier nichts zu suchen! Wenn Sie mir ständig in meinem Bild rumhampeln, Sie... Ich kann so nicht arbeiten. Geht das denn nicht in Ihre Birne rein? Sie arbeiten hier nicht mehr! Moment, Herr Wipper, Moment! Ich habe Ihren Wohnwagen gemietet. Wissen Sie was? Behalten Sie Ihre 350 Mark, nehmen Sie Ihre famose Kamera und dann nix wie weg hier. Und übrigens, meine Frau heißt für Sie immer noch Frau Wipper! Hajo, es reicht. Der macht jetzt hier seine Fotos. Von unserem Wohnwagen, vom Luzifer und von mir. Und du gibst jetzt endlich einmal Ruhe! Ja, aber... Nix aber! Ach, rutsch mir doch den Buckel runter! Ja. Man kriegt doch bestimmt viel mit bei der ganzen Fotografiererei, oder? Grills, Wohnwagen, der Wahnsinn. Immer noch besser, als jedes Wochenende hier rumzuhängen. Als die Toten Hosen noch nicht wussten, wie sie sich nennen sollten, da haben die hier mal Urlaub gemacht. Dann wussten sie es. Was machst du denn sonst so? Nix. Cool, das mache ich ja auch jedes Wochenende. Nix ist der Name unserer Band. Dieser Angeber. Bildet der sich eigentlich? Oh. Was machst du denn hier? Meditieren, das beruhigt. Solltest du auch mal ausprobieren. Du musst einfach einen Satz immer wieder vor dich hin sagen. Ein Satz, immer wieder. Irgendein Satz. 350 Mark. Ich bring ihn um. 350 Mark. Ich bring ihn um. 350 Mark. Dein Alter ist echt eine Nummer, was? Nicht immer, aber meistens. Was spielst du denn in deiner Band? Schlagzeug. Echt? Mach mal. Jetzt? Hier? Ich denke, du bist Schlagzeuger. Okidoki. Voila. Two, three, four. Woo! Cool. Roswitha-Lein, Grüßchen. Hallo. So, jetzt haben wir den Salat. Roswitha hat sich im Wohnwagen eingeschlossen. Genau. Das ist schuld von dem Idioten da. Ich bring ihn um. Der Heidi scheint es ja Spaß zu machen. Wunderbar. Pass mal auf, du. Mit der Werbung da. Da wird die noch berühmt. Ach, hör mir auf mit Werbung. Die geben Millionen aus, nur damit wir glauben, uns ging's besser, wenn wir irgendeinen Schwachsinn kaufen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann reden sie uns an, wir müssen eben was Teureres kaufen, um glücklich zu sein. Meinst du nicht, dass du mit dem Luzifer glücklich wärst? Naja, Ausnahmen gibt's immer. Ajo, jetzt denk doch mal an das Geld. Stell dir mal vor, Heidi macht Karriere. Du kannst zu Hause die Beine hochlegen, während deine Frau durch die Welt reist. Vielleicht darfst du ja mal mitfahren. Super. Ja, jetzt noch ein paar Shots mit dem Ehemann, ja? Das machst du prima, sehr gut. Jetzt kommt gut, er angeschissen. Hajo, du mit dem Luzifer 3000, das ist doch toll. Nee. Ja, kommen Sie. Hajo, du hast Schiss. Quatsch. Du hast Schiss. Hab ich nicht. Doch, hab ich nicht. Dann reden wir aber erst über mein Honorar. Was? Wenn Sie glauben, Sie würden mich billig kriegen, dann... Sie doch nicht. Der andere, der Typ daneben Ihnen. Das ist der richtige Ehemann-Typ. Moment mal. So was. Let's do it. Ja, gut. Dieter, reicht. Dieter, gut. Dieter, danke dir. Dieter, wunderbar. Was? Was?
wieder ein bisschen lächeln, ganz normal. Okay, ist okay. Wunderbar. Und wieder locker. Genau, das ist schön. Ja, das ist schön. Und lächeln, genau. Das ist prima. Hey Nick, woher wusstest du, dass ich fertig bin? Okay, Fuchs, das war's. Hallo, entspannen. Danke euch, wirklich prima. Heidi, du bist ein super Talent, wirklich. Also ich habe da ein paar Ideen für ein paar andere Shootings. Könnte ich die gut gebrauchen. Auf jeden Fall sag ich, dank dir. Nick! Bravo, Victor! Nick? Ah, Herr Wipper, gut, dass ich Sie treffe. Hier ist Ihr Scheck. Ach übrigens, Sie haben eine tolle Frau. Eine echt tolle Frau. Roswitha, da nun lass doch deinen Süßpuffel rein. Danke. Na? Ich bin ja so stolz auf dich. Ach. Ich hab's gewusst, es war die Haarfarbe. Tief in mir drin bin ich rot, Granadarot. Schatz, sieh's doch mal so. Hier ging's doch nur um Fotos für einen Grill. Ja, blöder Grill. Blöder Grill, genau. Muss man hübsch sein für so einen blöden Grill? Weiß ich nicht. Na, kann Hajo gut grillen? Ja. Und ist er hübsch? Nein. Siehste. Aber der ist ja auch nicht fotografiert worden. Ja, nein. Ach, guck doch mal, was hat Steve gesagt? Du bist nicht der richtige Typ für den Grill. Ich meine, das heißt doch, du bist eher der Typ für Parfüm. Hm? Teures Make-up. Hm? Und andere scharfe Sachen. Du bist der liebste Mann der Welt. Ich weiß. Habt ihr Hajo gesehen? Na, Roswitha, alles in Ordnung? Ja, klar. Und du? Ich hoffe, du bist nicht traurig. Ich? Naja, musst auch nicht traurig sein. Weißt du, wir können nicht alle für teures Make-up und Parfümwerbung machen. Es muss auch jemand geben, der die Grills macht. Hm? Hm? Wir sind total gut in der Zeit. Heidi? Ja? Ich, Ist was? Deine Jacqueline. Danke. Ist sonst noch was? Bist du sauer auf mich? Pass mal auf. Das war heute mal mein Tag. Einmal im Mittelpunkt stehen. Einmal gesagt bekommen, dass man gut aussieht. Ich habe solche Tage nicht oft. Ja. Stimmt. Das war auch nur, weil der Typ so ein Idiot war. Und? Meinst du dir, er bietet dir noch mehr Jobs an? Vielleicht. Und was wäre, wenn? Du sollst es ihm machen, wenn es dir Spaß macht. Dieter hat mich gefragt, ob ich auf ein Bier rüberkomme. Oh, mein Dicker. Glaubst du, ich wäre scharf darauf, Model für Grills oder Rasenmäher zu werden? Hajo, du kannst mich jetzt ruhig wieder loslassen. Nee, lass mal. Ist doch schön so. Gibt's Probleme, Steve? Was ist denn jetzt los? Bitte. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Fällt dir dazu irgendetwas ein? Sieht übel aus. Ausgerechnet, wo ich heute Nacht dieses wichtige Miss Sauerland-Shooting habe. Brütter ruft den bestimmten Abschleppwagen. Aber das ist doch gar nicht nötig. Nicht, Hajo? Mein Mann ist nämlich Kfz-Mechaniker. Ach was? Es gibt niemand besseren weit und breit, der diesen Kabelsalat wieder in Ordnung bringen könnte. Ja, dann. Naja. Ich brauch 5 Minuten. Dann muss ich die Verkleidung abschrauben. Dafür brauche ich Werkzeug. Kann doch ein bisschen länger dauern. Papa,
wenn es länger dauert, bring doch bitte zuerst mal wieder das Radio in Gang. Nick und ich wollen ein bisschen Musik hören. Genau. Oh, das riecht ja schon lecker. Ich hab einen Hunger. Ich verstehe nicht, wozu man einen Luzifer braucht. Unser einfacher Grill tut's doch auch. Du hast ja noch nie die Lunge aus dem Leib gepustet, damit die Holzkohle endlich glüht. Nö, ich würde einfach meinen Föhn nehmen. Roswitha, du nimmst ja auch lieber die teuren Cremes. Dabei tun's die billigen doch auch. Aber die sind nicht in so schönen Tuben und Töpfen. Aber du schmierst dir doch nicht die Tuben und Töpfe ins Gesicht. Aber das sieht viel schöner aus, wenn ich morgens ins Bad komme und die da so stehen. Das Auge isst mit. So, wer will die erste Wurst? Nicole? Ach, die hört mal wieder nichts. Ach, die ist doch gerade auf einem ganz anderen Stern. Da bist du doch eigentlich immer. Ich bin doch nicht frisch verliebt. Nicole ist verliebt? Du meine Güte. Ach, muss das schön sein. Jung, frisch verliebt, das Kribbeln, der erste Kuss. Erinnere mich bloß nicht daran. So, ich bin fertig. Kriege ich auch mal eine Wurst? Natürlich, mein Dicker. Als Didi mich zum ersten Mal geküsst hat, sah ich genauso aus. Nur 10 Jahre älter. Bleib zu.